Klos. Guten Morgen, meine Lieben. Seid ihr schon da? Gucken. Es ist, glaube ich, noch 2 Minuten vor. Hallo, Ricardo. Sei gegrüßt, Ricardo. Einen wunderschönen guten Morgen. Ricardo, ist es schon 10:30 Uhr? Wen haben wir noch da? Hallo Claudia. Hallo Sabrina. Guten Morgen. Sabrina, seid ihr schon gut aus dem Urlaub zurückgekommen? Hallo Michael. Guten Morgen. So, meine Lieben. Ich weiß noch nicht, ob es schon 10:30 Uhr ist. 10:30 Uhr ist. Kann mir mal einer ein Feedback geben, bitte? Ich habe mich gedacht, ich logge mich ein bisschen eher ein, weil beim letzten Mal habe ich das auch recht pünktlich getan und dann klappte das alles nicht und dann hing ich da wieder 1, 2 Minuten, 3 Minuten hinterher und deswegen habe ich gedacht, versuche ich es etwas eher und plopp bin sofort drin. Guten Morgen, ihr Lieben. Wie spät haben wir es? Mein Handy zeigt es mir nicht an, wenn ich hier live gehe, leider. Wäre schön, wenn da oben eine Uhrzeit mitgehen würde. Dann könnte man das nämlich schön sehen. Oh, ihr seid noch auf Fehmarn. Habt ihr schönes Wetter? Also, wir sind gestern wieder zu Hause angekommen, haben auch gleich einen Gewitterschauer mitbekommen. Aber es sind hier gute 26 Grad, wir können nicht meckern. Es sind sehr, sehr angenehme Temperaturen, ganz schön. Und heute auch wieder. Ja, es sieht gut aus. Es ist schön. Es ist ein leichtes Windchen zu verspüren. Und so können wir es gut aushalten. Jawohl. So, meine Lieben. Ich war im Urlaub und ich habe ja auf den SOS Lifting Pen, Sofort Lifting Pen, sorry, man darf ja nicht das Wichtigste unterschlagen, Sofort Lifting Pen gewartet. Und ich habe ja gesagt, wenn ich zu Hause bin, dann werde ich das Ganze testen. Übrigens, mein Mann, der Ralf, der wird sich noch als Opfer zur Verfügung stellen. Allerdings nicht heute, aber er hat es mir versprochen. Denn er hat da auch so ein paar Fältchen, wo ich gesagt habe, Mensch, den Effekt, den würde ich doch sehr gerne sehen. So, den probieren wir jetzt heute bei mir aus. Ich habe heute Morgen Bilder gemacht, die stelle ich nachher noch rein, wie es vorher ausgesehen hat. Und wir gucken uns doch jetzt mal an, was dieses Produkt wirklich kann. Das ist also ein, ich packe ihn mal aus. So, das ist er. Ich hoffe, man kann das einigermaßen gut erkennen. Der ist jetzt nur silber, das blendet vielleicht ein bisschen. So, also das ist dieser Lifting Pen. Der ist wie gesagt ganz, ganz neu. So, jetzt muss man gucken. Aha, das zieht man ab und dann könnt ihr sehen, da unten, ach hier, guck mal, seht ihr, da ist so ein Pinselchen dran. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Ich weiß nicht, ob die Kamera das gut fokussiert oder nicht. Also, es ist ein richtiges Pinselchen und deswegen sprechen wir auch von Falten wegpinseln. So, was jetzt hier ganz wichtig ist, wir müssen diese Feuchtigkeit, die sich hier drin befindet, ja, also dieses Essenz, diese Sofortpflege, die müssen wir jetzt hier erstmal drücken, damit die hier unten in der Spitze ankommt. Dazu muss ich, weil der ganz, ganz neu ist, bis zu 25 Mal drücken und auf geht's. 1, 2, 3, ach, das ist wie ein Kuli. Irgendwann soll sich dann da unten die Flüssigkeit sammeln und wir gucken noch mal. Da unten ist hier. Da kommt was so langsam. Mal gucken. Noch sehe ich nichts, aber das haben die auch gesagt, dass man da. Ist klar, ne? Weil wenn das sofort rausschießen würde, wäre das ja nicht so toll. Ah, und ihr könnt sehen, da ist auch schon was. Seht ihr das hier vorne dran? Hallo, guten Morgen, Manuela. Schöne Grüße nach Hamburg. Da ist in der Tat etwas drin. Könnt ihr das erkennen? Ja, ne? Dieses helle Weiße da oben. Da ist tatsächlich jetzt was durchgekommen. So, wichtig ist bei diesen Lifting Pennen, meine Lieben,
Unbedingt die Haut muss vorher gepflegt sein. Ja, das heißt, es muss eine Tagespflege drunter sein oder aber auch, ihr könnt euch auch komplettes Make-up auflegen. Und wie das dann so ist, nach dem Auflegen des Make-ups findet ihr irgendwo so eine Falte, die euch nervt. Dann ist dieser Pen dafür da. Das heißt, auf dem gepflegten Gesicht, wichtig, es muss sich eine Tagespflege drunter befinden. Nicht einfach so auf der Haut, wo keine Creme, nichts drunter ist. Ja, also bitte achtet darauf, die Haut muss gepflegt sein, aber meine Lieben, ich weiß, ihr werdet alle irgendeine Creme benutzen und sei es die Nivea-Creme. Ganz egal, wichtig ist, es muss die Haut gepflegt sein und es muss schön eingezogen sein und nicht 2 Sekunden vorher und dann den Lifting-Band drüber. No, ja, also das muss schon ein bisschen einwirken, einziehen. So, meine Lieben, ich habe heute Morgen Fotos gemacht, ich werde sie nachher reinstellen. So, ich setze jetzt mal die Brille ab oder beziehungsweise vielleicht kann ich es erstmal so zeigen. Hallo, Manu. So, und zwar geht es mir einmal hier um dieses Fältchen. Ja, das kann man eigentlich sehr gut sehen. Und jetzt muss ich die Brille absetzen, weil das andere könnt ihr gar nicht so sehen. Beziehungsweise hier oben, die kann man schon sehen. Ja, die ist schon so richtig meine. Ja, das ist halt meine 54 Jahre alte, die irgendwann einfach da ist. So, meine Lieben, die Brille ist abgesetzt und ihr wisst, nur ist vorbei mit Lesen. Dann zeige ich euch die andere Falte, die ihr sicherlich sehen könnt. Ich muss in meinem Spiegel gucken, damit ich sehen kann, weil ich das ja hier drauf nicht erkennen kann auf dem Handy. Also hier ist dann die nächste Falte. Da. Und wir wollen noch mal gucken, was dieses Zauberpinselchen jetzt bewirken kann. Also hier, hier, hier. Und wie gesagt, ach, die werde ich mir mal ein bisschen zurückmachen. Wundert euch nicht hier über meine Hand. Ich bin voll übersät mit Mückenstichen. Wir waren an einem See, wo fürchterlich viele Mücken waren. Und obwohl ich Zitronella benutzt habe, hat das leider Gottes nicht funktioniert. Aber gut, es ist so, wie es ist. Und ich muss da jetzt mal eben, ne, den einen oder anderen Stich jetzt wieder verheilen lassen. Ich kriege demnächst den SOS Wunderpen und dann werde ich mal sehen, was sich damit tut. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, was dieser Lifting Pen hier macht. So, und zwar habe ich, wie gesagt, heute Morgen ganz normal meine Haut gepflegt, wie das so zu sein hat, mit meiner Tagespflege, meinem Serum, alles, was dazugehört. Und jetzt wollen wir mal gucken, was sich hier mit diesen Fältchen tut. So, also wie gesagt, hier habe ich was drauf. Und da werde ich jetzt mal hier anfangen, rübergehen. Wichtig, meine Lieben, in der Zeit keine Mimik machen. Das heißt, kein Gesicht verziehen, sondern es soll einwirken können. Und das heißt, ab jetzt wird hier nicht gelacht. Gar nicht so einfach, ne, in so einem Live. Nicht die Mimik zu verziehen, aber es geht. Ich mache es jetzt ja nur hier oben. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Ihr habt ja gesehen, dass ich es aufgetragen habe. Ich mache den jetzt mittlerweile mal zu. Klack, er ist zu. Und jetzt sind wir gespannt. Also ich mache jetzt mal gar nichts mehr. Ich bewege hier meine Stirn nicht, ich kräusel sie nicht, ich werde jetzt auch nicht lächeln im oberen Bereich und wir beobachten das mal. Vielleicht, meine Lieben, stoppt mal einer kurz die Uhrzeit mit, weil ich schon Ergebnisse nach 2 Minuten gesehen habe bei anderen Kolleginnen. Hallo, wer ist dazugekommen? Die liebe Alex. Die liebe Alex, die weiß auch ganz viel zu diesem SOF Lifting Pen. Die ist dann nämlich schon etwas schneller dabei gewesen. Und Alex, dann schauen wir mal, was sich hier tut. Was wir jetzt schon mal sehen können, ich habe den Lifting Pen nur in der Mitte aufgetragen und ihr seht schon mal hier, wie diese Falte weggeht. Das ist ja sensationell. Guck mal hier, da habe ich es nicht durchgezogen, bewusst nicht. Das ist die normale. Und guck mal, was sich da in der Mitte schon tut. Das ist doch schon mal interessant, oder? Und sehr interessant ist auch, wo ist sie hin? Hier, guck mal. Ich kann sie euch gar nicht mehr zeigen. Das ist ja krass. Very, very krass, meine Lieben. Irgendwo da muss sie gewesen sein.
Hallo, schönen guten Morgen. Wer immer da auch ist, ich habe meine Brille abgesetzt, ihr Lieben. Ich kann jetzt gerade nicht lesen. Ich sehe nur, dass da jemand dazukommt. Ja, also, ich würde mal sagen, Funst. Und ich glaube, wir haben definitiv noch keine 2 Minuten um. Oder was sagt ihr? Haben wir schon 2 Minuten um? Ist ja unfassbar. Unfassbar. Seht ihr das? Das ist, glaube ich, die. Na, wie heißt sie? Die Zornesfalte? Ist das diese? Und das ist die Labialus Dingsbums. Alex, helf mir doch mal gerade weiter. Du schaust zu. Schreib doch mal gerade. Du bist da etwas firmer als ich. Fakt ist jedenfalls, dass hier diese tiefe Falte da, ihr könnt das genau sehen, nämlich in dem Teil, wo ich es hier behandelt habe, seht ihr die Falte nicht mehr, aber hier, wo ich nicht hingegangen bin, seht ihr ganz deutlich noch die Falte. Hier schön weiß, ne? Von der Sonne. Alles andere ist braun und da ist wieder weiß. Das ist immer das Schöne bei der Brille. Da kann man immer zeigen, hallo, ich bin tatsächlich mal ein bisschen braun geworden und wir waren nur in Deutschland unterwegs. Wir haben so einen kleinen Deutschland-Trip gemacht. Habt ihr sicherlich auf Facebook hier und da verfolgt. Weil ohne Film kann ich ja nicht, wisst ihr ja, ne? So. Also, Fakt ist, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist interessant. Hier oben noch die andere Falte, ganz deutlich sichtbar, die ich nämlich nicht behandelt habe. Und da unten, da waren welche. Das ist echt spannend. Ich könnte jetzt noch mal aus Spaß, schaut mal hier, diese da, die seht ihr auch, ne? Diese hier, die gucken wir auch noch mal. Mal gucken, ob da noch genug Feuchtigkeit drin ist. Ja, nicht viel. Da ist was draufgekommen. Okay, schauen wir uns das auch nochmal an, obwohl da ist nicht viel draufgekommen. Ich glaube, ich habe da noch nicht kräftig genug gedrückt. Das Ganze habe ich hier dann auch nochmal. Da. Ja, und hier auch die schönen Mimikfältchen, die wir da haben. Also Fakt ist, da oben hat es funktioniert. Ihr könnt es deutlich sehen, weil ich es nicht durchgezogen habe, sondern nur hier oben bin ich rübergegangen. Also beim nächsten Mal darauf achten, auch ganz rüber zu gehen. Das muss ich mir dann auch erstmal merken. Und die da ist weg. Das ist ja echt krass. Meine Lieben, das ist krass. Und das werden wir dann mit meinem Mann nochmal ausprobieren. Da kann man auch richtig schön was sehen. Also, Fazit, es funktioniert. Mit anderen Worten, ihr macht euch fertig, ihr wollt abends irgendwo hingehen, ihr wollt essen gehen, ihr wollt sonst was gehen, ihr wollt besonders schick aussehen. Wir sehen immer schick aus, gar keine Frage, aber vielleicht wollen wir ja mal besonders glänzen. Und dann ist er da. Tada! Stellt euch vor, ihr geht mit den lieben Fältchen los, sitzt da, geht kurz mal ins Bad, tragt euch den auf. 2 Minuten braucht man eh auf Toilette. Kommt wieder raus und dann denkt sich der Gegenüber, Moment mal. Was denn das? Brille putzen? Okay.
Also das ist schon ein toller Erfolg. Das ist klasse. Demnächst werde ich mit Sicherheit auch ein Live machen bezüglich Unikosmetik, weil ich werde auf jeden Fall noch die Kollektionen vorstellen, die zurzeit wirklich drastisch reduziert sind. Unik ist 4 Jahre in Deutschland. 4 Jahre, jawohl. 4-jährigen Geburtstag haben wir in Deutschland, Standort Deutschland. In den USA gibt es die Firma seit 2012 bereits. In Deutschland seit 4 Jahren. Und in 4 Jahren sind wir auf 1 Million Beraterinnen angewachsen. Das ist sensationell. Beraterinnen und Berater, denn wir haben auch Männer dort. Und deswegen hat Unique da ein Angebot gemacht bezüglich der Kollektion. Also kein Kudo, sondern Kollektionsangebot. Und da werde ich auf jeden Fall die Tage noch was machen. Ich habe nämlich Urlaub diese Woche und mal schauen, ob ich es schaffe, jeden Tag vielleicht live zu kommen und euch jeden Tag eine andere Kollektion vorzustellen. Ich denke, das werde ich dann auch vormittags machen. Da habe ich dann doch ein bisschen mehr Zeit. Und dann werden wir das auch so machen, dass ich mich schminke und dann auch diesen SOS-Pen direkt auf dieser Kosmetik anwende. Weil, wie ihr seht, jetzt habe ich ja gar nichts drauf, keine getönte Creme, nichts, sondern ich habe wirklich eine Creme, eine nicht getönte drauf, bewusst jetzt auch, damit ihr halt das seht, wie ich heute Morgen auf dem Foto aussah und wie ich jetzt aussehe. Jetzt werde ich mir das Einzige, was ich jetzt noch schnell mache, ich werde mir noch ganz schnell die Augenbrauen fertig machen, weil das nervt. Na, wenn man die nicht hat, ist das immer ein bisschen nicht so schön. So, da zeichne ich hier einfach die Linie an und gehe einfach mit dem Primstift hier rüber. Prim ist ein heller Braunton und da ich ja sehr, sehr helle Haare habe, nehme ich dann auch diese Farbe, die ich eigentlich schon relativ dunkel finde für diesen hellen Farbton. Und meine Lieben, diese Kajal, die ich hier in diesem Fall nutze, man kann natürlich auch einen Puder nehmen, man kann einen Augenbrauenstift nehmen. Hier nehme ich jetzt tatsächlich einfach mal ein Kajal, weil ich ein bisschen faul bin heute Morgen. Es muss schnell gehen. Und dann zeichne ich mir einfach hier meine Linien lang. Und dann habe ich auch schon wieder ein bisschen Form im Gesicht. Weil, meine Lieben, das macht so viel aus, wenn man einfach nur schon mal alleine die Augenbrauen gemacht hat. Das geht so easy peasy. Wisst ihr, ich habe mir die früher überhaupt nicht nachgezogen. Und da gibt es Bilder, das sieht schon wirklich schlimm aus. Das ist mir nur nie bewusst geworden. Und irgendwann ist mir das aufgefallen, was es ausmacht, minimal hier ein bisschen aufzutragen. Das ist wirklich nicht viel, das ist wirklich keine Arbeit. Und es bringt doch so viel. Ganz schnell mache ich auch nochmal die Wimpern mit. Dann nehme ich hier, heute nehme ich mal den wasserfesten Epic. Übrigens habe ich ja aus dem Badepark Bilder gezeigt, wo wir waren. Und ich habe mir diesen wasserfesten Mascara draufgegeben. Und das war sensationell. Obwohl ich baden, duschen, alles war, hat er gehalten. Er hat nicht abgefärbt. Ich habe keine Panda-Augen bekommen. Das war also wirklich der Härtetest mit unserem wasserfesten Mascara hier. Da ist irgendwie vorne was drauf. Ein Härchen. Das kann ich zumindest im Spiegel erkennen, das Härchen, sonst nicht. Und also der hat mega super gehalten. Also Mädels, ihr braucht nicht auf schöne Wimpern am Strand oder auf Fehmarn zu verzichten. Oder im Schwimmbad oder in der Therme, so wo wir waren. Da waren wir nämlich ständig irgendwo im Wässerchen drin. Da habe ich wieder ein bisschen gekleckst, aber das werden wir gleich noch wieder richten. Übrigens habe ich schon meinen Hottie aufgetragen. Der Hottie, der pflegt die Wimpern, sorry, die Lippen ungemein. Das kommt, weil ich gerade bei den Wimpern bei bin. Normalerweise sind wir doch eigentlich Multikulti, oder? Und können immer mehreres auf einmal. Aber manchmal, dann ist das schon lustig,
Ja, und ich finde immer wieder, er macht faszinierende Wimpern. Das ist jetzt nur der wasserfeste Epic. Wir haben ja auch noch unseren 4D, der auch mega, mega toll ist. So, wenn ich jetzt noch einen Föhn hätte und würde da nochmal runtergehen, dann würde es nochmal einen extra Boost geben. Aber ich finde, der ist schon mal echt mega, oder? So, viel mehr will ich auch gar nicht machen heute. Ich wollte eigentlich nur den SOS-Pen vorstellen. Ja, und wie das denn so ist, kommst du hier von Höcksken auf Stöcksken? Wenn er noch nicht so fest angetrocknet ist, dann geht er auch noch mal mit Feuchtigkeit runter. Ansonsten müsste er schon wirklich einen guten Reiniger haben. So, und so bin ich dann schon wieder fit für den Tag, ne? Zacki, zacki, Falte weggepinselt. Ich bin immer noch geflasht hier, das ist ja. Gut. Okay, meine Lieben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen faltenfreien, einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns wieder die Woche. Ich werde sehen, dass ich jeden Tag live komme. Ich werde mal schauen, ob ich es immer so um 10:30 Uhr schaffe. Vielleicht etwas eher oder so. Ich werde es auf jeden Fall ankündigen. Und ah, da sind ja noch ein paar. Die Janina hat zugeschaut. Die Jasmin, die Heike, meine Lieben, ich habe euch gar nicht gesehen. Die Vanessa und der Mario. Ich grüße euch alle. Ich konnte hier gar nicht runterscrollen, aber jetzt habe ich es gerade erst gesehen. Ja, meine Lieben, also SOS Lifting Pen, mega geil. Mega, mega, mega. Ich bin geflasht. Ich probiere ja noch einige andere Dinge dieser Kosmetik. Ich habe das zusätzlich in mein Programm mit aufgenommen, weil da sind ein paar Sachen drin, die Unique nicht bietet. Unique hat eine ganz geile dekorative Kosmetik, da geht überhaupt nichts drüber. Mit der Hautpflege von Unique bin ich auch sehr zufrieden. Und hier von Juchheim verwende ich bestimmte Prospekte, Produkte. Das ist einmal der Lifting Pen, ne, aus eigenen Interessen. Ich werde noch das Hollywood Gold probieren an den Beinen wegen Besenreißern etc. Das macht übrigens so schöne Beine, dass ihr ja im Prinzip keine Strumpfhose tragen braucht. Und auch das werde ich testen, das werde ich ausprobieren. Habe ich die ersten Ergebnisse von Kolleginnen gesehen. Und das, wie ihr wisst, bin ich ja die Testmaus und probiere dann alles selber aus. Und ja, meine Lieben, also, den kann ich euch schon mal wärmstens ans Herz legen. Schaut gerne auf meine Seite. Das ist die https://lashpower.juchheim-methode.de. Und den Link seht ihr auch in den Kommentaren und auch hier in dem Beitrag. Schaut gerne auf die Seite. Wenn ihr Fragen habt, schickt mir eine PN. Ich beantworte euch gerne alles dazu, was ich kann. Was ich nicht kann, da werde ich mich kundig tun, um euch dann weiterzuhelfen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich bin erstmal geflasht hier. Also das ist so schon hier krass. Very krass. Denn bis denn, meine Lieben, ciao, ciao und bye, bye.